Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute soll es mal wieder um einen richtig guten Kaffee gehen. In meinem Falle heißt das um einen richtig guten Latte Macchiato. Und dazu möchte ich euch meine Latissima Touch jetzt im dritten Jahr gerne noch mal ein bisschen vorstellen. Ich zeige euch die verschiedenen Kapseln, die man kaufen kann, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, welche gut schmecken, welche nicht ganz so gut schmecken. Dann den Milchaufschäumer. Ich habe sie gerade gereinigt und auch entkalkt. Das heißt also, wir basteln hier den Milchaufschäumer mal zusammen. Ich zeige euch die Maschine noch mal in allen Details. Wir machen uns natürlich einen hervorragenden Latte Macchiato. Und ich werde euch in diesem Video mitteilen, wie die Maschine mir in den letzten drei Jahren über 7.000 Euro eingespart hat. Wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. So, fangen wir beim Milchaufschäumer an. Die Maschine hier hat einen abnehmbaren Milchaufschäumer. Meiner Meinung nach mit dem besten Milchschaum, den man an einer Kaffeemaschine schon gar zu so einem Preis, um die 200 Euro, kostet das Teil nur. Der Milchschaum, den wir hier drin haben, ich zeige euch das gleich, den Milchschaum, den ich machen kann, den man auch noch verstellen kann, ist wirklich der beste. Ich habe also auch schon ganz viele andere Maschinen entsprechend getestet. So, wir haben hier das Teil, hier kommt die Milch rein, das reicht etwa für drei Latte Macchiato bei mir in der Regel. Und ich habe es hier mal auseinandergebaut. Einmal die Woche wird der gereinigt. Das kann man in die Spülmaschine reintun. Ich rate aber, das mit der Hand zu machen, weil die Spülmaschine ist doch relativ heiß vom Wasser her. Und hier gibt es gewisse Dichtungen drin, die dann kaputt gehen könnten. Wie auch zum Beispiel hier diese Gummidichtungen. Die leiden immer ein bisschen, wenn man das zu heiß macht. Das ist der Milchschäumer. Der kommt hier hinten einfach rein, nachdem ihr den sauber gemacht habt. Wie gesagt, einmal die Woche mache ich das Teil sauber. Dann haben wir hier so einen Silikonpfropfen, der saugt von unten die Milch an. Und dann kommt hier der Milchausläufer und das Ganze wird hier oben dann drauf gemacht. Und das hier ist unser Milchschaumbehälter. Das heißt also, Milch kommt hier rein. Dann haben wir hier ein kleines Kläppchen, das machen wir auf. Da wird das reingesteckt und fertig ist es. Das heißt also, hier kommt jetzt der Milchschaum rein. Und wenn wir jetzt dann hier den Latte Macchiato Becher drunter stellen, kommt hier einfach hier kommen die Kapseln oben entsprechend rein. Wir machen gleich eine Tasse zusammen, dann wird das runtergetan und dann wird hier einfach drauf gedrückt und dann geht das halt entsprechend los. Vorteil des Milchaufschäumers ist einfach, wenn ich fertig bin, nehme ich den einfach ab und stelle den mit der Restmilch, stelle den einfach in den Kühlschrank rein, hat einen Cleaner hier entsprechend drauf, kann man also auch reinigen, auch das zeige ich euch gleich, also wirklich super praktisch, ohne einen großen Aufwand entsprechend zu machen. Hier hinten haben wir den Wasserbehälter, kommt ein Liter Wasser rein, also das reicht auch für 3-4 Latte Macchiato, wenn ihr normale Tassen Kaffee macht, natürlich einiges mehr. Wir nehmen jetzt nochmal ab, wir haben jetzt hier noch andere Varianten, also nochmal, wir ziehen das hier oben rein, tun die Kapsel dann oben rein und nachdem wir den Kaffee gemacht haben, ziehen wir das wieder hoch und dann fällt die Kapsel in diesen Milchbehälter, in diesen Kapselbehälter rein, da passen ungefähr 10 Kapseln rein und dann muss man den leer machen und wenn mal ein bisschen was überläuft, dann haben wir hier unten noch so ein Überlaufteil, da kann ein bisschen Wasser, wenn noch ein bisschen was überläuft, dann rein. Reicht in der Regel, da gibt es viele andere Maschinen, die sowas nicht haben und da habt ihr immer eine Riesensauerei, also das ist überhaupt kein Problem hier zu machen, hier hat man wirklich an alles gedacht. Hier ist auch noch eine kleine Klappe und da ist so ein komisches Teil mit dabei, so ein kleiner Hahn und zwar, wenn die Maschine entkalkt werden will, dann blinkt die hier oben und dann nehmt ihr diesen Hahn hier raus, nehmt ihr den hier raus und steckt den hier oben drauf und dann könnt ihr sie entkalken. Zum Entkalken habe ich auch mehrere Videos gemacht, schaut euch das einfach in der Videoplaylist, die ich euch verlinke, gerne an. So, Wasser und Milch habe ich jetzt hier aufgefüllt und wir machen uns jetzt, ja, es gibt verschiedene Kapseln, da gehen wir mal ganz kurz, aber auch hier habe ich verweise hier auch auf die Barista-Playlist, die ich euch verlinke, so viele Videos auch gemacht über die verschiedenen Kapseln, welche am günstigsten sind, welche am effektivsten sind, beziehungsweise am effektivsten, welche am besten schmecken und auch vom Umweltfaktor her habe ich einige Videos gemacht. Ich benutze sehr gerne hier die Jacobs Kapseln, da ist der Kaffee sehr, sehr gut, findet ihr auch bei allen
Aldi. Bei Aldi gibt es auch hier diese Eigenmarke, einmal die und einmal hier unten die. Und ja, da, wie gesagt, nochmal schauen in die Playlist rein. Hier haben wir auch nochmal Original Nespresso. Nun, Original Nespresso ist mittlerweile 40, 45, teilweise 50 Cent pro Kapseln. Das ist mir wirklich viel zu teuer. Hier die Kapseln bei Aldi und die Original Jakobskapseln kriegt ihr so um die 20 Cent. Die Aldi-Variante sogar teilweise um die 11, 12 Cent. Also da müsst ihr einfach mal gucken, was euch schmeckt. Ich mag das eigentlich von der Abwechslung her, dass ich alle mal so miteinander mische, aber hauptsächlich nicht. Nämlich die Jakobs. Hier die blaue, das ist Decaf, das könnt ihr hier lesen, das ist ohne Koffein. Also die kann man auch schon mal abends später trinken oder Leute, die ein bisschen Probleme mit dem Magen haben, können sowas auch trinken. Ich merke vom Geschmack her, muss ich ganz ehrlich sagen, kaum einen Unterschied. Das ist sehr, sehr gut. Hier die Nummern, die hier mal draufstehen, es geht bei 4 los und endet bei 12. Das ist bei allen so. Und 6 ist so eine mittlere Größe, das heißt 12 ist ganz starker Kaffee, 4 ist leichter Kaffee und wie gesagt, die blauen hier sind dann entsprechend entkoffeiniert. Und wenn ihr hier sowas von Nespresso kauft, da habt ihr auch die Möglichkeit hier mit Geschmack, mit Vanille, Eclair und was weiß ich was alles, Schoko, Karamell, das kann man da mal ausprobieren. Aber nochmal, da hole ich mir ab und zu mal auch schon mal welche von, sind mir aber in der Regel zu teuer. Meinen normalen Latte Macchiato trinke ich hier mit den Jakobs-Varianten. Übrigens, da wir gerade bei den Kapseln sind, und hier bei einer Kaffeemaschine, was ich auch hier festgestellt habe vor ein paar Monaten, es gibt auch Tee für diese Maschine und ich hätte nie gedacht, dass, also ganz normale Kapseln, so die sehen aus wie hier, die sind sogar kompostierbar, Bio-Tee ist das hier in dem Falle und die steckt ihr auch einfach hier oben rein, lasst es runterlaufen, könnt die dann auch, wenn ihr wollt, den Tee auch mit Milch machen. Ihr könnt den Milchaufschäumer ja einstellen und dann könnt ihr einfach nur warme Milch entsprechend hier drauf machen. Ich hätte nie gedacht, dass Tee, der nicht zieht, ihr könnt ihn nicht ziehen lassen, weil tut das hier oben rein, lasst es reinlaufen, der schmeckt so lecker, der riecht so intensiv, kann ich nur empfehlen. Auch die Kapseln werde ich euch verlinken in die Kauflinks unters Video. Das heißt also, mit der Kaffeemaschine Latissima könnt ihr auch einen sehr, sehr guten Tee in verschiedenen Sorten machen. So, dann ganz kurz, auch dazu habe ich verschiedene Videos gemacht. Ihr seht hier, ich habe hier einen sehr großen Becher, einen doppelwandigen Becher. Vorteil, der Latte Macchiato und der Kaffee bleiben hier länger warm und ich kriege nicht so heiße Finger, also kann ich hier nur empfehlen. Das ist hier ein 300 Milliliter, das ist ein 250 Milliliter. Also auch der große 300 Milliliter passt hier wunderbar drunter, wie ihr seht. Die 250 Milliliter sowieso. Und wenn ihr euch eine normale Tasse Kaffee machen wollt, dann könnt ihr hier unten dieses Teil rausziehen und dann könnt ihr auch jede eine ganz normale Kaffeetasse drunter stellen. Also auch hier ist da mitgedacht, dass man auch große Tassen entsprechend hier füllen kann. Im Übrigen, auch hier habe ich jetzt einen Emser Travel Mac, einen sogenannten To-Go-Becher. Sowas kann man auch immer sehr, sehr gut brauchen. Der beste Becher auch in meinen Augen. Habe ich auch viele Tests gemacht, viele gute Rezensionen bekommen. Auch selbst dieser große Becher, da passen auch 330 Milliliter rein, den kann ich hier so gerade noch drunter klemmen und kann das auch volllaufen lassen. Dann nachher einfach hier zudrehen. Der hält 3 bis 4 Stunden richtig heiß, also richtig toll, kann ich empfehlen bei To-Go-Bechern. So, dann machen wir uns jetzt unseren Kaffee. Wir stellen hier den Becher drunter. Jetzt müssen wir die Maschine erst einmal natürlich einschalten. Und hier oben seht ihr 6 Touch-Knöpfe. Und dann drücken wir jetzt erstmal hier hinten drauf. Jetzt ist die Brüheinheit dabei, sich, also ihr seht jetzt, die blinken jetzt alle hier die Knöpfe und das ist die Aufbrüh, also die Warmlaufphase. Er muss ja jetzt das Wasser heiß machen. Das dauert immer ein paar Sekunden, nicht wirklich lange. Macht jetzt einmal hier für die Milch und auch einmal für den Kaffee. Brüht der im Prinzip vor. So, Kaffee wäre jetzt heiß genug, jetzt blinkt jetzt noch gerade die Milchabteilung und die müsste jetzt aber auch dann direkt, seht ihr, also es braucht nicht lange, da muss man jetzt nicht allzu lange warten, da gibt es auch Maschinen, die wahnsinnig lange brauchen. Wir machen jetzt hier eine Jakobs-Kapsel rein, das heißt, wir setzen die einfach hier rein, machen das zu
Und dann können wir uns das einstellen. Ganz kurz noch, wenn das jetzt hier läuft. Das heißt, ich kann es ja einfach schon mal laufen. Ich habe zum Beispiel für meinen Latte Macchiato die Mengen könnt ihr hier oben einstellen. Das ist machbar, wie viel Milch, wie viel Schaum, wie viel Kaffee reinlaufen soll. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich trinke meinen Latte Macchiato so, dass er mir 2 Drittel Milch und 1 Drittel Kaffee macht. Das könnt ihr so einstellen, wie ihr wollt. Und auch das habe ich beschrieben, wie man das genau macht. Ihr könnt auch nur Kaffee oder nur Milchschaum oder nur heiße Milch. Das heißt, ihr könnt den, wie gesagt, den Tee hier machen. Da macht ihr natürlich nur heißes Wasser, das ihr laufen lasst. Und ihr könnt hier zum Beispiel auch Kakao mitmachen. Das heißt, ihr braucht dann einfach nur die Milchtaste hier drücken, dann kommt nur Milch rein. Und der Milchschaum, den könnt ihr hier an diesem Rädchen einstellen. Also diese, das ist je mehr Milchschaum ihr haben wollt, wenn ich das jetzt in die Richtung stelle, kommt nur heiße Milch rein, hier raus, und wenn ich das hier mache, dann kommt möglichst viel Milchschaum. Und ich stelle natürlich für meinen Latte Macchiato immer hier in die Richtung rein, damit ich besonders viel Milchschaum bekomme. So, jetzt habe ich viel gequatscht. Jetzt seht ihr halt, jetzt fängt er an, mir den Latte Macchiato entsprechend zu machen. Und 23, 24, 25. Also erst wird die Milch, läuft die Milch jetzt hier, das heißt den Latte Macchiato, der Milchschaum rein. Und ich glaube, man kann das, ich habe das öfter auch schon mal gemacht bei den Videos hier. Ich habe zig Videos über die Maschine gemacht. Ihr könnt dann nachher wirklich sehen, wie schön der Milchschaum hier reinläuft und was das für besonders toller, schöner Milchschaum ist. Nochmal, 200 Euro kostet die Maschine, und ich habe noch keine gefunden, die besseren Milchschaum macht. Und nochmal, 3 Jahre ist sie jetzt alt. Die hat mir mehrere tausend Latte Macchiato in den 3 Jahren gemacht. Funktioniert wunderbar. So, das sind jetzt hier die 2 Drittel, die ich mir eingestellt habe an Milchschaum. Und jetzt kommt hier raus mit einem Pumpendruck von 19 Bar. Drückt der jetzt von hinten das heiße Wasser durch die Kapsel durch. Und ihr seht, das läuft da jetzt rein. Und ihr könnt jetzt hier auch langsam sehen, wenn ich das mal drehe, kann man es besser sehen. Hier läuft jetzt der Kaffee rein und mischt sich farblich sehr schön. Das läuft jetzt hier richtig so, wie so, ja, sieht immer toll aus. Gut, er soll eigentlich nur gut schmecken, das tut er sowieso. Aber das Ganze sieht auch wirklich sehr, sehr schön aus. So, das ist das, was ich mir eingestellt habe. Wie gesagt, ihr könnt mehr einstellen, ihr könnt weniger einstellen. Das könnt ihr hier oben machen, wie ihr entsprechend wollt. Ihr könnt natürlich auch einen Cappuccino damit machen, wie auch immer. So, jetzt ist es so, ein kleiner Tipp vielleicht. Ich habe hier noch so einen Becher. Das soll keine Schleichwerbung für Backwerk sein, sondern das ist einfach nur auch so ein To-Go-Becher, den ich mal benutzt habe. Wenn ihr das jetzt hier wegzieht, dann tropft das schon mal nach. Und damit das hier nicht, so, das war der Tropfen, nicht euch da drauf fällt und Sauerei macht, stelle ich immer den entsprechend sofort darunter. Und das heißt also, wenn wir jetzt hier zum Beispiel, achtet hier auf den Ausguss, wenn ich das jetzt hoch tue, ist es ein Tropfen runtergegangen. So, jetzt ist er runtergefallen. Jetzt ist die Kapsel halt runtergefallen. Und ich reinige diese Variante hier oben, das heißt den Milchabschäumer, überall da, wo jetzt Milch rausgelaufen ist, habe ich eine Möglichkeit, hier kurz auf diesen Knopf drauf zu drücken. Und dann läuft hier einmal heißes Wasser durch. So, jetzt hat das durchgespült. Und jetzt gleich kommt auch nochmal kurz so ein kleiner Strahl, ganz heißes. So, und jetzt ist mit heißem Wasser und heißem Dampf alles, was hier mit Milch zu tun hatte, hat er sich automatisch gereinigt. Jetzt kann ich das einfach hier abziehen und kann das Teil in den Kühlschrank bringen. Braucht nichts zu machen von wegen Reinigen. Und nochmal, einmal die Woche nehme ich das ganze Ding mal auseinander und mache es einfach mal ein bisschen sauber. Mehr habt ihr mit der Maschine nicht zu tun. So, zu dem Latte Macchiato gehört natürlich dann auch entsprechend ein richtig guter Latte Macchiato Löffel. Das heißt also, damit ich hier den schönen Milchschaum, den ich hier habe, also wirklich so schöner, also ich bin immer wieder begeistert und auch immer, wenn ich dann bei meinem Latte Macchiato teuer irgendwo anders kaufe, immer wieder enttäuscht, weil da der Milchschaum nicht so gut ist. Im Übrigen auch, wenn ihr diesen Milchschaum hier 5 Minuten stehen lasst, dann sieht er immer noch so aus wie hier. Ihr habt das ganz oft, dass ihr auch bei teuren Barista-Firmen, ich will jetzt keine Namen nennen, Latte Macchiato bekommt, und wenn ihr dann noch irgendwas anderes besorgt euch und lasst ihn 5 Minuten stehen, fällt die Milch schon in sich zusammen oder sieht dann nicht mehr so toll aus. Die ist hier, die bleibt so und die ist so cremig. Wirklich absolut exzellent. Das ist keine Show. Ich bin von dem Ding absolut begeistert und eine bessere habe ich bisher nicht gefunden. Und wie gesagt, ich trinke hier
Zwei, drei oder auch vier am Tag von. Gar keinen Kaffee, sondern nur Latte Macchiato. Den habe ich meistens, hatte ich jetzt allerdings nicht im Kühlschrank, meistens noch ein Stückchen 85% Kakao-Schokolade, die ich ganz günstig bei Aldi bekomme. Auch darüber habe ich verschiedene Videos gemacht. Noch ein Stückchen dabei und ich kredenze mir im Prinzip drei, viermal am Tag den Latte Macchiato. So, und jetzt kommen wir ganz kurz zu der Geschichte. Wie hat die Maschine mir über 7.000 Euro eingespart? Ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich mir die Zahlen nicht merken kann. Also, ich rechne das ganz kurz vor. Für einen Latte Macchiato muss ich eine Kapsel für 20 Cent etwa ausgeben. Ich rechne jetzt nicht auf einen Cent, 20 Cent pro Kapsel. Das geht auch ein bisschen günstiger, aber gehen wir mal von 20 Cent aus. Und die Milch, auch hier, welche Milch ich benutze, habe ich auch ausprobiert, habe ich euch in verschiedenen Videos auch gesagt, welche ich da benutze. Es ist meistens Biomilch, keine billige Milch oder laktosefreie Milch. Und da liegen wir auch bei dem großen Becher auch bei etwa umgerechnet 20 Euro an Kosten für die Milch. Sonst habe ich ja keine Kosten. Das heißt, dieser Latte Macchiato hier, dieser hervorragende, kostet mich 40 Cent. So, jetzt muss ich bedenken, ich habe jetzt die Maschine 3 Jahre und 3 Jahre sind 1100 Tage. Das heißt also, wenn ich nur 3 am Tag trinke, habe ich in den 3 Jahren 3300 Latte Macchiato getrunken. Wenn ich draußen mir den Latte Macchiato kaufe, bezahle ich mindestens 2,50, 2,60 und meistens dann auch schon mal 3 Euro. Das heißt also, wenn ich mir diese 3300 Latte Macchiato draußen gekauft hätte, hätte ich dafür 8500 Euro ausgegeben. Es hat mal Zeiten gegeben, da habe ich sowas gemacht. Idiotie, aber irgendwann habe ich es mir ausgerechnet und dann habe ich mir die Maschine gekauft. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich nicht mehr. Wenn ich 40 Cent nur ausgebe, mal 3.300 Latte Macchiato, bezahle ich nur 1.300 Euro in 3 Jahren, was ja immer noch viel Geld ist, aber es ist auch eine ganze Menge Genuss. Das heißt, wenn ich die 8.500 und die 8.300 abziehe, bleiben da über 7.000 Euro übrig. Die Maschine hat sich schon, keine Ahnung, wahrscheinlich 100 Mal rentiert. 200 Euro kostet sie. Aber wie gesagt, so hat die Latissima mir über 7.000 Euro eingebracht. Und sie läuft immer noch. Und die Maschine davor sah genauso aus, hatte dann nur keine Touch-Knöpfe, sondern normale Druckknöpfe. Aber die hat auch gehalten, 5,5 Jahre oder 6 Jahre. Dann habe ich sie weiter in die Familie verschenkt und habe mir die dann gekauft. Also, Super Latte Macchiato, genial geile Milchschaum. Ich kann Tee machen, ich kann super Kaffee machen, ich kann Milchschaum machen, ich kann Kakao machen. Alles kann ich mit der Maschine machen, kostet 200 Euro. Ein toller Latte Macchiato kostet 40 Cent. Leute, kauft euch das Ding. Wie gesagt, ein schöner Becher kaufen, hier to go. Morgens könnt ihr euch dann das Ding einfach da reinlaufen lassen und dann habt ihr auch einen sehr großen Latte Macchiato zum Mitnehmen. Und der ist auch mittags in dem Emsa Travel Mac, auch da verlinke ich euch die Kauflinks in die Videobeschreibung, ist der mittags noch heiß. Also, was wollt ihr mehr? Sie ist super, wahrscheinlich mache ich euch die 4- und 5- und 6-Jahres Praxistest-Video auch noch. Ich kann es empfehlen. Das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, ich spreche ein bisschen schneller, ich will nicht wieder eine halbe Stunde Video machen. Aber es kommt so viel, ich habe so viel Erfahrung hiermit letztendlich gemacht, dass ich so viel erzählen könnte. Aber nochmal, ich habe diese Barista-Playlist, guckt euch die an und da könnt ihr alle Einzelvideos euch in Ruhe anschauen. Das soll es gewesen sein. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert gerne den Kanal. Ich bin hier bei YouTube ja auf eure Unterstützung angewiesen. Vielen Dank dafür. Und dann wünsche ich euch immer eine sehr, sehr gute Kaffeezeit und das soll es gewesen sein. Ich genieße jetzt hier diesen wunderbaren Latte Macchiato. Wünsche euch eine schöne Kaffeezeit. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dahin. Würde mich freuen, wenn wir uns zum nächsten Video hier wiedersehen würden. Tschüss!